Guten Morgen, ich komme gerade von Lidl und das ist eine Situation mir aufgefallen, die ich unbedingt mit euch teilen möchte. Und zwar, wir sagen ja immer, die älteren Menschen, die sollen aktiv bleiben. Diese älteren Menschen sollen nicht nur zu Hause irgendwelche Soap-Operas oder irgendwelche Galas lesen, sondern aktiv bleiben. Und ja, und jetzt war jemand, eine ältere Frau, die bestimmt schon über 90 war, und die hatte zwei Walking-Stöcke und hat sich da Stück für Stück durch die Regale gekämpft. Und aber immer auch eine aktive, so sportliches Outfit, einen Rucksack, trägt auch noch alles. Und wie gesagt, war bestimmt schon über 90. Ist natürlich von ihrem Wesen her etwas langsamer gewesen, ganz normal. Die Kinder, die eben ja, oftmals nicht so bedacht agieren, sind das halt bei älteren Menschen oft, dass die etwas langsamer in allen sind. Und das war entsprechend auch so. Und dann an der Kasse hat sie natürlich in aller Ruhe ihre Sachen aufs Band gepackt und auch entsprechend alle Sachen dann langsam wieder vom Band in ihr Wägelchen gepackt. Und dann hat sie natürlich auch bezahlt, auch in aller Ruhe. Die Menschen dahinter, unglaublich, unglaublich. Die haben sich angeguckt und so richtig verächtlich. Und der eine, und das war die Krönung, am Ende hat gesagt, können Sie sich nicht mal ein bisschen beeilen? Das ist unglaublich. Also einerseits der Anspruch, alte Menschen sollen aktiv bleiben, und andererseits werden die dann in unserer Gesellschaft so gehetzt. Das ist genau dasselbe wie mit den Kindern. Kinder sollen sich frei entwickeln, Kinder sollen ihrem Herzen folgen können und so weiter. Aber wenn dann das Kind mal irgendwas irgendwo rausreißt, irgendwelche Cookies und das ganze Cookie-Regal fällt um, dann wird ein riesen Aufstand gemacht. Oder wenn es draußen irgendwo mal rumsprintet und gegen irgendjemanden aus Versehen dranläuft, dann ist man dann auch total pikiert. Und das funktioniert irgendwo nicht. Da klaffen Anspruch und Wirklichkeit auseinander. Und das sollten wir alle wirklich mal in uns gehen, dass ob wir den Ansprüchen, die wir an uns und vor allem auch an andere stellen, na, an Kinder, an Ältere, das ist jetzt das Beispiel, aber auch in anderen Segmenten, ob wir das tatsächlich auch selber erfüllen. Na? Und ob dieser Anspruch, den wir, oder ob wir den überhaupt erfüllen können, haben wir die Geduld dafür, dass ältere Menschen sich noch aus dem Haus trauen dürfen und ältere Menschen in aller Ruhe ihre Dinge absolvieren können. Haben wir denn wirklich die Geduld? Hier, drinnen, das waren 7 Mann in der Schlange, ein Pärchen und 5 ja, Einzelpersonen, die hatten alle die Geduld nicht. Und das ist erschreckend. Und das ist erschreckend. Und dann ist es vollkommen normal, dass in unserer Welt die Leute konfus sind, die Leute verunsichert sind. Und ja, einerseits wird gesagt, hey, das und das ist ideal. Andererseits hast du überhaupt nicht die Möglichkeit, das zu leben. Und das gilt in so vielen Bereichen. Anspruch und Wirklichkeit. Man muss wirklich mal schauen, was ist Realität? Was ist umsetzbar? Und jeder kann da seinen Teil dazu beitragen. Und diese Inspiration möchte ich heute einfach mit euch teilen. Als mir gerade begegnet ist und ja, erst mich zu Hause hinsetze und das aufarbeite, kommen jetzt einfach ungefiltert die Emotionen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis bald.